Wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, man hört mich. Ich habe nämlich etwas an den Mikrofoneinstellungen noch testen müssen. Bei den Tests hat aber alles funktioniert. So, ich bin wieder zurück. Leider nach meinem Ausfall letzte Woche etwas mehr Arbeit zu tun gehabt, weshalb der Stream leider ausfallen musste. Und nachdem ich sehr viel draußen gearbeitet habe, im Nassen, bin ich ganz leicht erkältet. Ich hoffe, das fällt heute nicht auf. Und das stört auch nicht weiter, aber ich wollte den Stream auch nicht schon wieder absagen. Weil ich hatte sel bin selbst sehr motiviert, das alles wieder durchzuziehen. Und wen haben wir denn schon alles? Dummisches, willkommen im Stream. Gleich als erstes da. Und Anka, auch willkommen im Stream. Und Mo Inkart auch pünktlich zu Beginn vor Ort. So, wie war denn euer Tag heute? Also. Ich muss tatsächlich gerade mal überlegen, wo wir das letzte Mal denn überhaupt waren. Das Schlimmste, was letztes Mal passiert ist, ist, dass wir unser WG-Zimmer verloren haben. Dem trauere ich immer noch nach, definitiv. Und ich weiß noch nicht, wie wir den tatsächlich in unserem Team sinnvoll ausgleichen können. Wir haben es versucht und wir haben unseren neuen Freund gefangen. Und habe angefangen, ihn zu leveln. Damit er auf das gleiche Niveau wie der Rest des Teams kommt. So, und dann springen wir doch auch gleich mal ins Gameplay rein. Ton scheint da zu sein. Ich hoffe, man hört mich auch entsprechend. So, jetzt habe ich auch mein richtiges Team. Genau. So. Wir haben unser Chiliza noch. Genau. Dem haben wir unseren Strauchler und Eisstrahl beigebracht als Hilfe für als möglichen Ersatz für Vegeta. Zumindest was die speziellen Attacken betrifft, weil Chiliza unseren stärksten Spezialangriff hat. Wir haben unser Bidi-Tastisch. Soll ich den gleich starken Spezialangriff hat? Genau, unser neuer Freund, Bidanks. Wie geht's, als kleiner Sohn? Mal sehen, was der noch kann, wenn wir den ein bisschen gelevelt haben. Aktuell müssen wir da ein bisschen Arbeit reinstecken. Genau, Chiliza, digitastisch. Ah, Bidet. Habe anscheinend in die falsche Richtung gedrückt. So. Hier haben wir Sistiza noch. Und Bidelf. Also aktuell ist unser höchstleveliges Pokémon ist Sistiza. Aber wir haben die Bidiza, die wir haben, sind eigentlich ganz bunt gemischt. Genau, wir haben das Glücksei noch geholt, dass wir Bidanks schneller leveln können. So, das ist jetzt auch erstmal am Anfang unser Ziel. Wir müssen unser Team noch ein bisschen stärken, denn der nächste Schritt ist Team Galaktik auf dem Kraterberg. Und die Kämpfe sind überhaupt nicht zu vergleichen mit denen, die wir bisher hatten. Nachdem wir schon Vegeta in unserem Match verloren hatten, in dem letzten, müssen wir uns darauf wohl etwas besser vorbereiten. So. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen ein bisschen in den Untergrund zum Leveln. Diesmal haben wir es etwas leichter. Wir können uns im Endeffekt aussuchen, wo wir zum Leveln gehen, weil wir jetzt viel mehr Punkte haben, an denen wir hier runter können. Wir versuchen,
wieder ein paar Morlots zu bekommen. Wir haben keine Elektroattacke mehr. Vielleicht sollten wir uns eine Elektroattacke besorgen. Das ist ein Morlot. Wir haben jetzt nämlich noch das Problem. Vegeta hat es geschafft. Er hat, es konnte die Morlots mit einer Attacke besiegen. Das kann unser Chilica leider nicht. Also noch nicht. Das wäre das große Ziel, dass wir das schaffen. Zeit für Leveln, genau. Es dürfte eigentlich nicht so viel fehlen, dass das funktioniert. Ah! Das habe ich verklickt. Das wollte ich nicht. Wie geht's mir? Ja, ich bin etwas angeschlagen, aber nur ganz leicht. Einfach daran, dass ich sehr viel draußen war die letzten Tage und vorm Haus etwas im Regen graben musste. Das hat etwas leichte Erkältungsspuren hinterlassen, aber sonst geht's eigentlich ganz gut. Blueberry Nanny, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. So. Ich bin aber soweit eigentlich ganz fit. Bis auf das nach der Nase ganz leicht läuft. Also, falls man das hören sollte, entschuldige ich mich gleich. So, gleich wieder raus. Wir riskieren hier nichts. Wir sind ja direkt davor. So. Das wird jetzt leider ein etwas trainingsintensiver Anfang des Streams. Sehe ich da etwa den legendären Bidizaran? Ja! Genau. Wir sind allerdings gerade in einer Trainingssession, weil wir in der vorigen Folge leider eins unserer stärksten Bidizer verloren haben, dem ich immer noch sehr, sehr nachtrauere. Und deshalb haben wir ein neues gefangen, das noch nicht mit der Stärke des Teams mithalten kann. Und das versuchen wir jetzt gerade etwas zu leveln. Bevor wir uns an den nächsten Kampf wagen. Wir suchen hier im Untergrund Morlots, weil man mit denen eigentlich sehr gut leveln kann. Die machen nicht zu viel Schaden und wenn wir noch ein paar Level-Ups bekommen, schaffen wir die sogar mit einer Attacke. Und geben eigentlich ganz gute Erfahrungspunkte. So. Wir haben leider noch keinen besseren Weg gefunden zu leveln. Wir hatten es mit Gastrodon versucht, aber die Dinger teilen viel zu viel aus und stecken viel zu viel ein. Und geben dafür aber nur gering mehr Erfahrungspunkte. Da waren die Kämpfe immer sehr riskant. Mal schauen. Ich wollte jetzt auch nicht allzu viel Zeit mit dem Leveln verbringen. Aber ein bisschen muss leider sein. Ja, wir hatten schon das letzte Mal, als wir eine Trainingssession eingelegt haben vor der Kampfarena, haben wir, glaube ich, die halbe Bevölkerung der Morlots ausgelöscht. Yeah! Also, wenn wir ein Morlot erwischen, das keine so gute Spezialverteidigung hat, dann reicht schon eine Attacke. Sehr gut. Das heißt, der eine oder andere Angriff
funktioniert schon so. Wieder ein Mollard. Noch ein Mollard. Wie man sich über Mollards freuen kann. Ah, das hat Level 46. Ach nein, Toxin. So. Ihr habt mir aber allerdings immer noch nicht verraten, wie war denn euer Tag so? Oder beziehungsweise die Woche? Genau, also wie man hier sieht, Bidanks hat das Glücksei aktuell und kriegt deshalb mehr Erfahrungspunkte als die anderen. Bis das auch auf einem nutzbaren Level ist. Von stressig bis großartig war alles dabei. Sehr gut, da wird es einem zumindest nicht langweilig den Tag über. Gleich die Entwicklung wieder abbrechen. Die haben nämlich aktuell keine Ewigsteine. Ich bin gerade nur am Überlegen. Wir können ja mal währenddessen überlegen, wie wir den Kampf als nächstes angehen. Und morgen wird auch spannend. Auch gut. Ewigsteine kannst du noch schnell holen. Die Ewigsteine habe ich tatsächlich im Item. Ich könnte sie direkt ausrüsten. So. Ich habe es nur gerade vergessen. Beziehungsweise nicht direkt vergessen, sondern das Felino hat mich zu früh erwischt. Ah. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich es nicht besiegt habe. Felino ist so leicht, da macht Strauchler überhaupt keinen Schaden. Für die Giftvergiftung nicht so gut. Aber wir nehmen die Erfahrungspunkte jetzt mit. Noch ein Orden, dann hast du schon alle. Ja, das Problem ist der Weg zu diesem Orden. Der nächste große Kampf, nämlich der ansteht auf dem Kraterberg, der ist das eigentliche Problem. Ich habe jetzt tatsächlich für dieses Felino 3 Attacken gebraucht. So, werben. Ja, verstehe ich, aber die Bediener packen das. Genau. Und jetzt müssen wir nur überlegen, wie wir das machen. Wir haben nämlich beim nächsten Kampf zwei Probleme. Und zwar müssen wir mit Van Damme gemeinsam kämpfen in einem Doppelkampf, wo wir im Endeffekt die Hälfte des Kampfes keinerlei Kontrolle über den Kampf haben, sondern nur über unseren Part. Was heißt, unsere Bidiza sind der Auswahl der Attacken und der Pokémon von Van Damme ausgeliefert, unserem Erzrivalen. Die haben sie die ganze Zeit nur blockiert. So. Aber. Nein, nichts, aber. Das ist das eigentliche Hauptproblem an diesem Kampf. Und das zweite ist dann der Kampf direkt vor Palkia. Gegen Cyrus nochmal. Bei dessen letzten Kampf wir ja schon unser Vegeta verloren haben. Und jetzt hat er ein erheblich stärkeres Team. Und unser Team ist noch nicht stärker. Und unser bestes Pokémon gegen Cyrus haben wir leider verloren. Deshalb brauchen wir eine gute Taktik. Und an der überlege ich gerade noch. Und zwar wollte ich gerade schauen, ob wir eine Anti-Flugbeere haben. Das ist nämlich das Kramschiff. Das ist nämlich ein riesiges Problem. Ich weiß nur nicht, ob ich die habe.
Tonlicht, Kampf, Psycho, Stahl, Drache, Pflanze, Wasser? Nein, haben wir nicht. Mist. Das macht nämlich die ganze Zeit lauter Volltreffer. Das heißt, wenn wir uns durch Items boosten oder irgendwas, unsere Verteidigung stärken oder sonstiges, ignoriert die Volltreffer das einfach. Das heißt, das bringt uns überhaupt nicht. Und die Volltreffer machen auch noch abartigen Schaden. Das ist eigentlich das Hauptproblem. So, was wollte ich noch machen? Genau, ich wollte noch Ewigsteine verteilen. Die waren hier. Geben. Die Auswahl unserer Items ist leider auch nicht besonders groß. Jetzt ist die Frage, was haben wir denn noch an hilfreichen Items, die wir bis zu diesem Spielstand bekommen können? Können wir das ewige Eis schon finden, sodass unser Eisstrahl zum Beispiel stärker wäre? Oder irgendwas, was halt Spezialangriffe verstärkt. Oder hier zum Leveln wäre auch gut, wenn man das Item findet, um Pflanzenattacken zu verstärken. Oder eben auch Spezialangriffe. Das ist eine gute Frage. Wäre auf jeden Fall hilfreich. Das könnte nämlich genau ausreichen, dass wir die Morlords zumindest mit einer Attacke besiegen würden. Das würde das Training natürlich erheblich beschleunigen. Wie die Taste Level 55. Also irgendwas, womit wir Strauchler oder Eisstrahl verstärken. Was wäre es? Ein Gastrodon? Nein, 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 nein. Ah. Gastrodon sind definitiv zu stark hier. Ankerschrepp müsste ich jetzt nachgucken. Ich weiß es leider auch nicht auswendig. Wenn ich ein paar andere Editionen spielen würde, da würde ich teilweise wissen, wo welche Items sind. Zumindest ein paar mehr. Aber in Gen 4 bin ich nicht so bewandert, was die Lokationen der Items betrifft. Die arme Morlord-Bevölkerung. Gut, dass es nicht Spiegelcape hat. Das ist übrigens auch ein Grund, warum wir Morlord mit Spezialangriffen angreifen und nicht mit physischen. Konter ist nicht zu verachten. Yeah, Bedankserecht Level 47. Das müssen wir aber abbrechen, weil Bedank sagt das Glücksei. Dem dürfen wir keinen Ewigstein geben, sonst dauert das Level noch länger. Bis zu welchem Level willst du trainieren? Das ist noch eine gute Frage. Also es schadet definitiv nicht, dass wir die anderen auch noch ein bisschen hochleveln. Wieso dauert das Level noch länger mit Ewigstein? Dauert nicht länger mit Ewigstein. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ohne das Glücksei
würde das Leveln von Bidanks länger dauern. Wenn noch ein Bidiza stirbt, könnte es Super Vegeta heißen, meint Alex. Aber ich glaube, der Name ist zu lang. Effektiv, effektiv. Nee, den Kampf gehen wir nicht ein. Oh oh. Das Ding ist schneller. Die Wasserattacken sind gestärkt. Gefroren. Aber dann schläfst du nicht ein. Aber gefroren ist eh besser. So. Jetzt können wir mal schauen, ob Strauchler mehr Schaden macht. Nein. Wir bleiben beim Eisstrahl. Ich mag das Bild. Lol, das sieht so lustig aus, ja. Ist immer gut, wenn der Volltreffer dann kommt, wenn der Gegner kaum noch Leben hat. Aber Morlock gibt tatsächlich mehr Erfahrungspunkte. Okay. Bidette und Bidelf. Die haben den Ewigstein. Ist okay. So. Wo waren wir? Morlock! Ich treffe immer noch nicht die Türen. Stimmt, seit wir Surfer zur Verfügung haben, sind ja die Wasserfelder auch besetzt. Weshalb die Wahrscheinlichkeit sinkt, einen Morlord zu finden. Keine Morlords im Auto hier. Yeah! Seid's. Bidiza, Chiliza wirkt gleich viel entspannter. Och nee, jetzt hab ich aufgepasst. Ah. Dürfte gar nicht so viel Schaden machen. Ja. Kommt die Lehmbrühe. Nur bei der Lehmbrühe aufpassen, die kann, glaube ich, die Genauigkeit sinken. Lehmschelle senkt Genauigkeit genau zu 100% und ich glaube, die Attacke kann die Genauigkeit senken. Die hat, glaube ich, eine 10% Chance, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt gehen wir uns erstmal heilen. Langsam durch die Attacken ausgehen.
So, jetzt ist die Frage, sollen wir zuerst uns irgendwelche Items schnappen, damit das einfacher ist? Aber ich wüsste aktuell tatsächlich nicht, wo ich welche finde. Senkt die Genauigkeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 30%. Ah, danke, Anka. Müssen wir nämlich extrem aufpassen, wenn das passiert. Weil wir da... Wenn wir nicht treffen, ist das mit Beliza immer ein bisschen kritisch. Uah, so viele Bedifas. Warlord! Ein Auflauf! Ich verabschiede mich mal, bin noch ein wenig unterwegs, bis später eventuell. Ja, danke fürs Reinschauen, viel Spaß noch und vielleicht bis später. Also wenn alles gut geht, machen wir heute vielleicht sogar kraxeln wir heute noch den Kraterberg hoch. Jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen Training. So, also ich würde gerne auf jeden Fall Bidanks zumindest auf Level 50 bringen. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, bei der ersten Trainingssession hatten wir es leichter, da waren viel mehr Warlords aktiv. Entschuldigt bitte. So. Ja! Die Beliza werden immer stärker. Das war schon ein Level 44 Warlord. Und Beliza erreicht Level 56. Was halte ich eigentlich von Pokémon Legends? Grundsätzlich finde ich es ein sehr gelungenes Spiel. Wie die meisten allerdings finde ich es optisch, hätte man definitiv noch mehr herausholen können. Und ich habe ein Problem wahrscheinlich mit dem Dauerspielspaß von diesem Spiel. Es ist eine schöne Abwechslung. Ich habe aktuell auch noch sehr viel Spaß mit diesem Spiel. Aufgrund von meinem Wasserschaden letzte Woche hatte ich allerdings kaum Zeit zu zocken, die ganze letzte Woche über. Es macht auch noch Spaß zu spielen. Ich habe nur das Problem, was ich mit allen diesen Sammel- und Farmspielen habe, dass ich irgendwann keine Lust mehr drauf habe. Was bedeutet, haben wir hier überhaupt noch nicht mal ein Pokémon? Genau, zurück zu Legends. Wie schon gesagt, ich habe ja aktuell sehr viel Spaß mit dem Spiel. Ich bereue es auch nicht, das Spiel gekauft zu haben. Und, das Problem an dieser Geschichte ist, dass man immer wieder das Gleiche machen muss. Das ist schon sehr schwierig, wenn ich Pokémon züchte, wenn ich die ganze Zeit Eier ausbrüte und solche Sachen. Darum finde ich, was sie mit den Neuerungen eingebracht haben, mit den Minzen und dem Ganzen in die Spiele, fand ich eine sehr gelungene Neuerung. Das macht natürlich das Ganze Wiederholen in den Spielen erheblich besser.
beziehungsweise reduziert die ganze Anzahl. Und hier haben sie genau das Gegenteil hätte gemacht, dass man haufenweise Wiederholungen machen muss, immer wieder das gleiche Farmen im Endeffekt, Items aufsammeln. Und das ist was, wo ich sagen muss, das macht aktuell noch ein bisschen, macht aktuell noch Spaß, aber da verliere ich wahrscheinlich die Motivation sehr bald. Endlich wieder ein Morlord. Ich treffe nicht. Also wenn jetzt alle Pokémon-Spiele so werden wie Legends, dann befürchte ich, dass ich, dass es auf Dauer bei mir nicht funktioniert. Die Äcker nutzt du im Dorf? Ja. Wie gesagt, ich bin allerdings erst beim habe erst gerade in den dritten König gemacht. Weshalb es für mich noch sehr viel Neues auch zu erkunden gibt. Und ich auch sehr viel noch nicht gemacht habe. Mir fehlt auch eine ganze Woche Spielzeit. Noch ein Mollard. Also grundsätzlich, das Spiel macht aktuell Spaß. Ich bereue es auch nicht, das Spiel gespielt zu haben. Es ist eine gelungene Abwechslung. Grafisch und Dauermotivation ist, glaube ich, das Manko, wo ich das mit der Dauermotivation aktuell noch nicht genau sagen kann. Meinst du, eine Bediza-Nuzlocke würde auch in Legends funktionieren? Das kann ich tatsächlich aktuell noch nicht sagen, weil das Kampfsystem ja doch erheblich umgestellt wurde. Aber ich überlege gerade. Ob es tatsächlich machbar wäre. Ich kann noch nicht genügend sagen. Also wenn ich das Spiel mal durch habe und ungefähr weiß, wie stark tatsächlich die einzelnen Kämpfe noch werden. Vielleicht probiere ich es auch einfach aus. Ich kann es jetzt einfach tatsächlich nicht sagen, wie gravierend der Unterschied ist zwischen einem hochleveligen Bediza und anderen Pokémon. Marin und ich machen als nächstes ein Ninja-Team. Ninjas sind auch cool. Leider gibt es in keinem der aktuellen Spiele Quachuzo. Und ohne ein Quachuzo werde ich kein Ninja-Team machen. Wo es eigentlich sehr coole Ninja-Pokémon gibt. Da haben wir wieder die Lehmbrühe. Oh, ich bin doch vergiftet. Ich sollte besser aufpassen. Kennst du coole Ninja-Namen? Marin schlägt Naruto vor. Naja, in Naruto findet man schon einige sehr coole Ninja-Namen. Das darf man natürlich nicht vernachlässigen. Coole Ninja-Namen. Ich bin in Namensfindung nicht so gut. Ich muss gerade echt überlegen, mir fällt nichts ein. Coole Ninja-Namen.
Wir nennen sie einfach Ninja Typ 1, Ninja Typ 2. Nennt ihr eigentlich die Pokémon Ninja Typ 1 und Ninja Typ 2 oder eure Charaktere Ninja Typ 1 und Ninja Typ 2? Wer weiß, wer weiß. Man könnte zum Beispiel die Pokémon auch nach Ninja-Waffentypen benennen. Wie Shuriki oder Katana oder was weiß ich. Gleich ein Warlord, ja. Yeah. Sehr gut. Hey. Shinobi Kunoichi. Gibt's eigentlich auch einen Fachbegriff für den Nudelsuppenkoch? Frage aus reinem Uneigennutz. Einen Ninja-Koch. Ja, es ist halt nur die Frage, ob... Oh, ein Togepi. Oh, wie lange ich das in meinem Run versucht habe zu fangen. Hat ewig gedauert, bis ich eins gefunden habe. Also mein normalen Spieldurchlauf. Aber wir wollen kein Togepi. Wir wollen einen Warlord. Nicht nur eins, alle. Da ist eins. Stirb. Nein, natürlich nicht. Was heißt denn Koch auf Japanisch? Ich weiß es nicht. Meine japanischen Fähigkeiten lassen etwas zu wünschen übrig. Die nähern sich gegen Null. So, Bidanks hat schon 48 und nähert sich langsam 49. Es wird natürlich schneller gehen, wenn Bidanks selber kämpfen könnte. Schauen wir uns mal Bidanks an. Wie sehen denn deine Statuswerte inzwischen aus? Ja. Echt nicht gut. Spezialverteidigung ist eigentlich ganz okay. Und für Level 48 ist der Angriff eigentlich nicht so gut. Spezialangriff ist eigentlich auch nicht gut. Das sieht alles aktuell noch nicht sehr gut aus. Warlord ist okay. Ich will nur Warlord. Ah, Mordor ist schneller. Sehr gut. Aber es läuft nicht an mich heran. Aber das Wort für Koch ist schwierig. Gerade nachgesehen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch ein eigenes Wort für der Nudelsuppenkoch oder sowas.
Volltreffer. Sehr gut. Genau hier brauchen wir ihn. So, und jetzt muss ich da wieder rauskommen, ohne eins von den anderen Pokémon zu berühren. Yorinin oder so. Japanische Zeichen sagen dir bestimmt nichts. Nee, ich kann kein Japanisch lesen. Molot! Zack! Taco heißt Reis kochen. Ich hab Koku gefunden. Ah. Dem ich mich mit der japanischen Sprache natürlich super auskenne, nicht? Kann ich nicht mehr sagen, wie man die Wörter am besten zum Beispiel kombinieren könnte. Genie-Zahlreich Level 57. Irgendwo bei dir dümpelt ein Japanisch-Wörterbuch rum. Wir haben ein Japanisch-Wörterbuch? Okay. Das wusste ich nicht. Ja, ich habe eins. Gut. Gut zu wissen. Ja. Ich glaube, ihr habt tatsächlich keinen Überblick, welche Bücher du alles hattest oder hast. Seit 12 Jahren zusammen und ich kenne deine Bücher nicht mal. Ah, stimmt, ich habe auch noch Bücher. Bücher sind gut. Man muss nur wissen, dass man sie hat. Kommt schon, Morlord. Ich glaube, wir haben schon zu viele besiegt. Da ist eins. Gleich erledigen. Muss ja auch mal was Neues geben nach 12 Jahren. Genau, es wäre langweilig, wenn man alles wüsste. Sehr gut. Chiliza, sehr gut. Ja, also wir werden ja vielleicht noch gegen Palkia kämpfen dürfen. Was, je nachdem wie unsere Kämpfe laufen, was ja auf Level 45 ist und gar nicht so wenig aushält und wir nichts Effektives dagegen haben. Das wird auch spannend. Ich überlege, ob ich einfach den Meisterball werfe. Das würde den Kampf erheblich erleichtern. Bidanks hat Level 49, nur noch ein Level. Hm. Moment, Bidanks hat Risikotackle, Schwertanz, Amnesie, Kraftkoloss.
Und jetzt Fluch. Bei Risiko-Tackle tummeln wir auf jeden Fall weg. Das Buch scheint mir aber recht alt, wenn ich mir die Seiten so anschaue. Moment, habe ich einen übersehen. In einem meiner Bücher nehmen sie einfach das englische Wort Chef und sprechen es Jefu. So, nicht entwickeln. Aufpassen. Bei den anderen ist nicht so schlimm. Da passiert nichts. Man könnte eigentlich nachgucken. Falls jemand den Anime Food Wars kennt, kann den bestimmt in Originalsprache angucken. Da fällt das Wort Koch bestimmt das ein oder andere Mal. Aber ich habe tatsächlich nur das gesehen, was es auf Netflix gab. Oh nein! Der Kampf dauert wieder ewig. Ich überlege gerade, ob ich Chiliza wirklich jetzt noch Donnerblitz beibringe. Weil gerade sowas wie Pelipper ist echt übel, wenn man den nicht kann. Puh. Oh, gleich mein Gene. Ja. Pelipper ist einfach viel zu schnell. Wir machen langsam mehr Schaden. Oh, es war ein Volltreffer. Okay, ich wollte schon sagen, wir machen langsam mehr Schaden. Aber Volltreffer ist auch gut. So. Und wieder ein Volltreffer. Sehr gut. Das beschleunigt den Kampf natürlich erheblich. Bidelfe hat Level 55 erreicht. So viele Bidifas. Lol, es gibt einen Ninja Nickname Generator als App. Warlord. Liefere mir einen fairen Kampf. Nicht. Bidiza, sind dir einfach überlegen. Guck. Mit Ansage. So. Komm, sehr viel braucht unser Bedanks nicht mehr bis Level 50. Populationskontrolle für Morlord haben wir auch bald erledigt.
Nur noch ein paar Kämpfe. Noch ein Warlord. Wir müssen doch ein bisschen Abwechslung in die Fauna bringen. Die Warlords werden immer seltener. Neue Spezies können sich hier ausbreiten. Das Leben findet seinen Weg. Hier ist ein Warlord. Weg damit! Drei Kämpfe, vier. Schauen wir mal. Ich wollte da nicht reinlaufen. Ein Niesel. Wir gähnen mal wieder. Etwas Empathie zeigen, genau. Und vielleicht einfrieren. Nein, aber ein Schläfer. Gut. So, Chidiza hat Level 58. So, wie geht's aber? Level 59. Das heißt, unser Team hat bald die Stärke wieder erreicht. Zumindest was das Level betrifft. Und ich befürchte, wir haben jetzt hier die ganzen Warlords schon ausgerottet. Wir haben es immer noch nicht geschafft, die Tür breit zu machen. Ein Warlord! Hm.
denke immer noch über den Kampf nach, der vor uns steht. Wir haben erstmal den Doppelkampf. Wo ich echt nicht weiß, welches BD-Zeichen einsetzen soll. Oh nein, sie sind vom Aussterben bedroht. Nein, nein, das ist nur Populationskontrolle. Die kommen schon wieder. Gib ihnen eine Woche. Dann haben sie sich wieder erholt. Bidanks erreicht Level 50. So. Oh no, bitte nicht. Nicht entwickeln, nicht entwickeln. Sehr gut. Falsche Taste. Aber ich kann auch da drin raus. Wieso laufe ich immer raus, wenn ich an die Oberfläche will? So. Bevor wir jetzt zum Kraterberg gehen, ich würde jetzt mal sagen, wir gehen jetzt zum Kraterberg. Müssen wir mal das Team auf Vordermann bringen. Wir müssen die Kämpfe gut vorbereiten. Ansonsten sieht es nicht so gut aus, weil ich hatte, glaube ich, das so in Erinnerung, dass wenn wir diesen Kraterberg betreten haben und die Kämpfe ausgelöst haben, können wir nicht mehr weg. Ich glaube, wir müssen diese Kämpfe am Stück machen. Also den Doppelkampf, den Kampf gegen Cyrus und den Kampf gegen Palkia. Gut, gegen Palkia haben wir eine Geheimwaffe. Hier, Meisterball. Ich befürchte nämlich, dass wir den... Die anderen beiden Kämpfe sind noch ein größeres Problem. So, Spezialangriff 68, Spezialangriff 64, 61, 65, 58 von Bidelf und 41 von Bidanks. Bidanks hat echt keine guten Werte. Ups. Willst du es wirklich schon wagen? Das ist jetzt halt die Frage. Also Chiliza ist auf der physischen Seite extrem stark. Aber das können wir zum Beispiel gegen das Kramsheft nicht einsetzen, weil das Kramsheft lauter Spezialangriffe macht. Und da ist Chiliza absolut Grütze. Muss man ehrlich so sagen. Da wäre Bidanks wiederum nicht schlecht. So. Aber Chiliza hat halt ganzen Attacken, also Eisstrahl im Endeffekt, gegen das Kramsef. Biditastisch hat auch keine guten Spezialverteidigungswert. Bidet? Meine Tendenz geht aktuell zu Sestiza. Naja. Oder Bidelf. Die Ninja-Namen-Generatoren sind alle doof. Das ist echt schwierig. Ich nehme einfach Namen aus Naruto und Kenshin. Ja, Bidanks kann sich ziemlich aufpumpen und dann mit Kraftkoloss auf einmal alles wieder zunichte machen. Aber es hat, glaube ich, Wankelmut, ja. Außer Maren hat eine bessere Idee.
Hast du Donnerblitz als TM? Nein, habe ich nicht, aber wir könnten die, glaube ich, kaufen. Ich muss nur gucken, wie viel Kohle ich noch habe. 4000. Das könnte gerade so für Donnerblitz reichen. Die Frage ist nur, wem bringen wir Donnerblitz bei? Eigentlich Chiliza, aber Chiliza ist halt echt nicht gut gegen Spezialangriffe. Bididastisch? Wäre eine Option, aber ist auch kein guter Spezialangriff. Ja, Spezialverteidigung. Sistiza? Das wäre auch noch eine Option. Wir brauchen aktuell Schwertanz nicht wirklich. Es hat eh Unkenntnis. Da ist es nicht so schlimm, dass wir Sistiza noch Donnerblitz beibringen. Ich glaube, das machen wir tatsächlich. Die Elektroattacke schadet einfach nicht. Sorry, war kurz abgelenkt. Okay. Also, Donnerblitz haben wir jetzt nicht. Aber ich würde jetzt tatsächlich Donnerblitz kaufen. Es geht nämlich gerade so. Das bringen wir es tatsächlich Sistiza dabei. Einfach damit wir eine Elektroattacke haben. Was war Donnerblitz? Oh. Da. Nein, Sonntag. Oh. Hier. Schockwelle, Donnerblitz. Donnerblitz ist definitiv stärker. Genau, und wir verlernen jetzt an dieser Stelle Schwertanz. Also der Kampf gegen Cyrus ist tatsächlich sein erstes Pokémon, das Hauptproblem. Weil wir es nicht, weil das Krampf ist. Und wir dagegen nicht vernünftig uns aufpushen können mit Items. Was die ganze Zeit Volltreffer macht. Ich kann jetzt tatsächlich nicht einschätzen, wie viel Schaden das tatsächlich macht. Im schlimmsten Fall zerlegt dieses Ding alleine unser komplettes Bidiza-Team. Ich habe tatsächlich gerade echt Bammel vor dem Ding. Ich habe genau das gemacht, was ich wollte. Wieso bin ich wieder rausgegangen? So. Flinkklaue. Das kriegt jetzt nicht Chiliza, sondern unsere Sistiza bekommt die Flinkklaue. Haben wir dann Gift, KP, Stehen, Herz, Klettern, Leuchtstein, Metronom. Genau, Chiliza kriegt den.
viele Items generell. So rum. Flinkklaue geben. Sistiza. Wir hatten Zink auch noch, genau. So, damit haben wir unser Bidanks schon mal etwas stärker gemacht. Was haben wir denn noch? Was können wir denn noch sinnvoll geben? Hat jemand noch Kraftkoloss? Außer Sistiza. Bidet. Dann kriegt Bidet jetzt auf jeden Fall die Kampf... die Fausttafel, genau. Das sieht schon recht knapp aus, was wir an Items hier haben. Puh. Ja gut, dann gibt es ein paar Beeren. Was haben wir denn alles? Wir haben die Wikibeere. Welches Wesen dürfte den... Und jetzt live aus der Krugerzentrale. Pimp my Beliza. Ja. Wir bereiten jetzt auf jeden Fall das Team jetzt für den Kampf gegen Team Galaktik vor. Jetzt ist nur die Frage, welches Wesen durften die Pokémon haben bei der Wikibeere, ohne verwirrt zu werden? Ja, ich habe das nicht im Kopf. Das gleiche gilt für die Giefebeere. Oder die Gauwebeere. Oder Japa-Beere. Ich habe die echt nicht im Kopf. Rostelbeere ist Antikampf. Gute Frage. Welche Beere will ich wissen? Wir fangen einfach mal mit der Japa-Beere an. Damit das für dich okay ist. Vielleicht steht es da auch. Nein, hier steht es nicht. Wenn sie ein Wesen haben, das die Verteidigung senkt. Okay. Dann gucken wir mal. 50% Heilung ist natürlich schon eine Ansage. Gut, also nicht geeignet für Bidelf. Das heißt, wir könnten die Japa-Beere... Bidanks geben. Ne, wir lassen Bidanks beim Glücksei. Das darf noch ein bisschen leveln. Das heißt, wir können die Gauwebeere können wir dann Bidelf geben. Genau. Jappa, japp. Genau. So. Und Bidetastisch kriegt noch die Rospelbeere, damit wir ein Pokémon zumindest dabei haben, das wir gegen Kampf-Pokémon schicken können. So, haben wir Kraxler schon? Ich bin mir jetzt echt nicht sicher. Ich mag das Bild.
Ja, haben wir schon. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Berg erklimmen. Genau, wird sie von einem Pokémon getragen bei der Gauwebeere. Wenn das Wesen die Spezialverteidigung senkt, verwirrt. Sehr gut, das haben wir hier nicht. Sehr gut. Gutes Bild. So. Genau, weil wir hier die Verteidigungssenkung haben, löst diese Beere keine Verwirrung aus. So. Wir kämpfen jetzt auf jeden Fall uns mal den Berg hoch. Damit wir zumindest ein bisschen Fortschritt machen. Wen haben wir vorne dran? Ich glaube immer noch unser Chiliza. Ich glaube, das ist für vorne eine ganz gute Wahl. So, dann gehen wir mal weiter. Och nee, nicht die Stelle. Ich glaube, da bin ich ungefähr 50 Mal runtergefallen, bevor ich da hochkraxeln konnte. Sollen wir jetzt die ganzen Attacken schon einsetzen? Nee. Auch wenn sie minimale EP wären. Es lohnt sich nicht. Noch nicht. Buh, Bidifass. Ein Item. Das liegt was Süßes. Ein Fläschchen Protein. Sehr gut. Oh, Käse. So. Protein kriegt gleich mal unser Bidanks. Blub, 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 blub. Let's go, Kraterberg. Yeah. Bidanks wurde stärker. Okay. Langsam. Langsam. Nein! Ah! Ich habe da nur einmal auf meinen Controller gedrückt. Es geht schon wieder los. Ein Klingklim. Nimm das Steuerkreuz. Ja, ich habe das Steuerkreuz verwendet. An dieser Stelle. Tatsächlich. Ich bin trotzdem vorbeigehüpft. Ich verwende jetzt ab hier bereits das Steuerkreuz. Ach ja. Mal sehen, ob wir den Kraterberg überhaupt erklimmen können. Genau. Also ich verwende jetzt das Steuerkreuz. Ein Schritt nach dem anderen. Nein! Ich hasse es. Ernsthaft. Ich glaube, ich nehme das Steuerkreuz nicht mehr. Ich glaube, das hat auch besser funktioniert ohne Steuerkreuz an der Stelle.
Er macht hier einfach einen Tick zu weite Schritte. Vielleicht nehme ich einen Schutz für diese Stelle. Sonst kommen wir ja nie voran. 2 Stunden später. So, ich gehe jetzt mal ganz in die Ecke hoch. Jetzt probier's nochmal. Ich glaube, ich habe beim Spielen auch wirklich 8, 9 Versuche gebraucht, bis ich die blöde Stelle hier geschafft habe. Ich probiere es noch einmal mit dem Steuerkreuz. Nein, funktioniert nicht. Ich habe nur einen Schritt gemacht. Ah. Nee. So, jetzt ohne Steuerkreuz. Nochmal. Versuch Nummer 4. Oder ist es 5? Ich weiß es nicht mehr. Nein! Ah! Ja, ich setze den Schutz nochmal ein. Ja, ich hab's geschafft. Und hier bitte die Benny Hill Musik einfügen. So, das erste, was ich jetzt mache, speichern. Damit ich notfalls hier zurücksetzen kann. So. GG, danke AK. Danke. Top-Trank. Aber jetzt haben wir es geschafft. Die schwierigste Stelle im Spiel. Zumindest die schwierigste Geschicklichkeitsprüfung. Habe ich noch einen anderen Schutz? Hier kommen, glaube ich, jetzt dann stärkere Pokémon. Superschutz oder sowas. Hätte ich vielleicht kaufen sollen. Aber ich laufe da jetzt nicht mehr zurück. Definitiv nicht. Ich glaube, das war der Grund, warum man nicht zurückkommt. Man will diese Stelle nicht mehr spielen. Das hat gar nichts damit zu tun, wie schwer die Kämpfe... Ah doch, ich habe einen Superschutz. 4 Stück. Ich gucke erstmal, was für Pokémon kommen. Ja, genau. Ah, ein Item. Fluchtseil. Werde ich definitiv nicht benutzen. Nicht in diesem Ding. Oder vielleicht doch. Je nachdem, wie viel ich heilen muss. Komm mal runter. Ein Palim. Welches Level haben die hier? Ich bin mir jetzt sicher, ob die schon stärker sind oder ob die noch Level 14 rum haben. Ja, sie sind stärker. Dann wäre das Psychoknirscher gut. Und für gegen die Zubat-Golbats wäre Donnerblitz gut. Schauen wir mal uns das Justiz kann. Paddy! Guten Abend, willkommen im Stream. So. Du hast bisher noch nicht ganz so viel verpasst. Wir haben nur ein bisschen unser neues Bidiza gelevelt, unser Bidanks. Und machen jetzt gerade erst den Fortschritt. Du hast definitiv nicht verpasst, wie ich einfach geschicklichkeitsmäßig voll versagt habe in diesem Spiel. Aber das passt. Das ist alles okay. Hast du definitiv nicht verpasst. was wollte ich? Sestiza, genau.
Das hatte, glaube ich, noch Knirsche, oder? Ne, Kraftkoloss und Pflücker. Donnerbett. Ich glaube aber, das setzt man trotzdem von hin. Mist, das hätte ich gern gesehen. Ja, die Wiederholungen sind ja noch da, auf denen das bestimmt nicht ist. Hier gibt es nicht das Geringste zu sehen. Ich klipp das, Penny. Gut. Genau, und da kann ich noch runter. Steinhagel! Aber ich glaube, das kann Beliza nicht lernen. Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ja, hatte ich richtig in Erinnerung. Steinhagel können Beliza nicht lernen. Das wäre eine sehr coole Attacke gewesen. Ein Bronzong. Oh, das hält viel zu viel aus. Würde aber gar nicht so wenig Erfahrungspunkte bringen. Weg. Ist zum Glück sehr langsam. Ein Beleber, ein nutzloses Item. Huh, das war knapp. Wäre fast wieder irgendwo runtergefallen. Ich bin noch nie irgendwo runtergefallen. Sieht sogar fast aus, als ob ich hier richtig wäre. Also hier nicht. Top-Beleber! Noch ein nutzloses Item. Sonst gibt's hier nichts. Team Galaktik. So, lassen wir uns das jetzt die vorne. Ich glaube, ich würde es die vorne hinpacken. Mit Schaufler macht das gegen den ganzen Gift-Pokémon doch etwas mehr. Uns Rüpeln wurden zwei wichtige Aufgaben gegeben. Der erfolgreiche Ablauf der Operation am Berggipfel ist die erste. Und Nummer 2 befiehlt, jegliche Störenfriede unschädlich zu machen. Der erste Trainerkampf heute gegen einen Galaktik-Rüpel. Und Papinella. Das hält relativ viel aus, auch wenn die Attacke sehr effektiv ist. Da ist die Frage, ob sich Gainer lohnt oder ob zweimal Eisstrahl ausreicht. Ich probiere es mit zweimal Eisstrahl. Oh, wir sind schneller. Oh, einmal Eisstrahl reicht auch. Meine Wahl war absolut korrekt. Ich habe auch nicht ansatzweise gezögert. So muss ein Trainerkampf laufen. Der nächste. Unsere Zeit ist gekommen. Die Zeit von Team Galaktik. So, ein Bronze. So. Jetzt ist natürlich, wäre gut zu wissen, was für eine Fähigkeit Bronze hat. Ich könnte jetzt Schaufler einsetzen. Das ist halt 50-50. Ob das jetzt Schwebe hat. Oder ich glaube Hitzeschutz heißt das andere. Bei Schwebe macht der Schaufler nichts. Bei Hitzeschutz nimmt es raus. Oder ich setze den Gähner ein. Oder ich tausche gleich aus. Ich tausche gleich aus.
Bidelf, du darfst. Du kannst dich notfalls heilen, wenn du zu viel abkriegst. Och nee, nicht beim Fußstrahl. Tausche ich jetzt aus. Zeig's dem Rüpel. Ja, ich sehe jetzt nicht die größte Bedrohung in dem Rüpel, aber ich darf nicht nachlässig werden. Bidi-tastisch. Pokémon mit extrem hohen Verteidigungswerten. Muss man immer, muss ich bei den Bidizer echt aufpassen. Die überleben nämlich die meisten Sachen. Und dann kann es auch noch sein, dass sie sowas wie Konter können. Und das ist dann ziemlich ekelhaft. Der hat dich bestimmt an dem Hang Öl ausgegossen. Wieso sonst bist du da runtergefallen? Ich bin da nicht runtergefallen, definitiv nicht. Hier gab es nie etwas zu sehen. Ein Pipi. Pipi hält auch so viel aus. Nee, da kämpfen wir jetzt nicht. Pipi, sie sind unter uns. Ich weiß nicht, wer von euch kennt die Anime-Folge mit Pi und Pipi? Ich glaube, die Pi... Ich glaube, es gibt zwei Folgen. Eine mit Pi und eine mit Pipi. Wie sie Raumschiffe bauen und dann zurück ins All wollen. Und alle möglichen Dinge klauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur eine Folge war oder ob das zwei sind. Auf jeden Fall war die Folge sehr witzig. Oder die Folgen. Oh, ich weiß nicht mehr, wo ich hin muss. Mal hoch. Teil 1 und 2. Ach, was ist eine Doppelfolge? Da liegt bestimmt ein Item. Ha! Geld! Haha! Ein Palim-Palim. Klingplim. Entschuldigung. Und es hagelt. Versuche ich die Kämpfe etwas kurz zu halten, weil ich sonst mit dem ganzen Hagel viel zu viel Schaden kassiere. Ich glaube, da musste ich rein. Ein Bronzong. Ne, wir kämpfen hier nicht. Ich hatte kurz überlegt, aber das habe ich vorher auch, ob wir hier die Erfahrungspunkte mitnehmen. Aber die Dinger halten einfach viel zu viel aus, kosten uns viel zu viele Attacken und machen dann auch noch viel zu viel Schaden. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, hier war auch noch ein Item versteckt. Ich weiß es aber nicht mehr sicher. Rüpel fordert dich heraus. Ein Pudox. Typ Käfergift. Da bringt uns der Eisstrahl auch nichts.
Das hat nicht die Fähigkeit Schwebe, also müsst. Ach nee, wegen Käfer ist ja auch Schaufel auch nicht sehr effektiv. Also nur normal effektiv. Tauschen wir aus. Ne, wir machen einen Gähner und tauschen dann aus. Lichtschild. Los, Sistiza. Sehr gut, Sistiza. Du weißt, wie man kämpft. Nein, Budox. Die Blutsauger-Attacke sieht eigentlich sehr cool aus. Riesigen Vampirzähnen. Und ein Golbat. Puh. Golbat ist, könnte schneller sein. Donnerblitz. Was? Golbat ist nicht schneller. Und es ist paralysiert. Jetzt ist es definitiv nicht mehr schneller. Und es ist paralysiert. Ausgezeichnet. Ich glaube, in dem hinteren Stein war noch ein Item versteckt. Ja, ein nutzloses Item. Sehr gut. Ein Georock. Ich glaube, an der Stelle kann das Ding schon Finale. Wir wollen hier nicht kämpfen. Und das kann potenziell die Attacken überstehen, selbst wenn wir es mit einem Schlag besiegen würden, mit Strauchler oder so. Finale ist nicht gut. Nicht vorbeilaufen. Muss ich irgendwas heilen? Das sieht eigentlich noch gut aus. Oh, ich bin viel zu schnell weggedrückt. Schaufel passen. Oh, Nachthieb. Ah, macht zum Glück nicht so viel. Da überleben wir auf jeden Fall auch den Finalschlag, falls es den hat. Ja, hat es.
Und ein Golbat. So, da hätten wir den Eisstrahl. Wir haben aber halten nicht mehr so viel aus. Eine Attacke müssten wir aber eigentlich überstehen. Gähner und heilen. Genau, wie ich gesagt habe, bei der Attacke müssten wir überstehen. Unsere Bediza ist halt einfach verlass. Ich hätte halt einfach Eisstrahl eingesetzt und wäre dann wahrscheinlich gestorben. Ja gut, hätte ich auch machen können. In diesem Fall war ja die Attacke komplett daneben gegangen. Kann man ja vorher nicht wissen, genau. Ja, wie geht's der Schmerz her? Fluchtseil! Ich gehe da nicht wieder raus. Wir gehen da jetzt hoch. Und da oben liegt noch ein verstecktes Item, so viel ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wo die Hauptitems liegen, wo irgendwie Attacken verstärken oder sonstiges. Aber in diesem blöden Kraterberg, die ganzen versteckten Items, die sind so offensichtlich. Die weiß ich. Viele, aber nicht alle. Ja. Aber das sind hier in diesem Kraterberg, weiß ich, mehr Items, als ich im ganzen restlichen Spiel hier so irgendwie gefühlt gefunden habe. Nein. Da war ja doch kein Item. Okay. Hab auch zwei super Versteckte mit dem Radar gefunden. Ja. Könnt ihr mit dem Radar bestimmt das ganze Zeug noch abgrasen. Bibi. Ah, hier sind wir. So, jetzt mal zwischenspeichern. Was haben wir denn? 20 vor. Hier müssen wir hoch, oder? Oder müssen wir in die Höhle? Ja, da waren auch noch Items versteckt, aber... Du hattest noch ein Pipi für mich, oder? Ja, ich habe noch zwei Pipis für dich. Das ist unsere letzte Operation. Niemand wird uns in die Quere kommen. Und ein Golbat. Diesmal haben wir aber fast volle Leben. Na, da reichen die zwei Eisstrahl aus. Du hast den Rüpel überrumpelt. Genau, ich habe den Rüpel überrumpelt. Aha. Wörter. Spät abends. Nicht gut. Giftzahn. Und schon wieder vergiftet. Das erste Mal Giftzahn eingesetzt und ich krieg schon wieder die Vergiftung ab. Aha.
3 Level-Ups. Okay, müssen wir 3-mal Entwicklung abbrechen. Alles gut, bin auch schon müde irgendwie. So. So, 3 Entwicklungen abbrechen. Schon gesagt, ich möchte hier nicht wieder zurücklaufen müssen. Jetzt brauchen wir wieder eine halbe Stunde, bis wir diesen blöden Berg hier hochkommen. Was vorher nie passiert ist. Mindestens. Ah, ich sollte meinen Chiliza noch heilen. Es ist nämlich vergiftet und hat nur die Hälfte der Lebenspunkte. Und laufe ich schon wieder weiter. Ah! Gegengift. Runter. Man sollte auch einfach nur treffen. Oh oh, Vitalis. Buh, Kampf-Pokémon. Geh weg. Nein! Es ist schneller. Und Akupressur ist auch noch nicht gut. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Konnte ich hier nicht den Rauchball werfen? Ah ne, den Rauchball muss ich tragen. Mist. das ist nicht gut. Gefällt mir gerade gar nicht. Scheiße. Ich wollte zwar gerade nicht auf Flucht drücken, sondern eigentlich gerne machen, aber das ist auch okay. Gefällt mir gerade gar nicht. Wir haben noch einen Superschutz. Gut, dass ich welche aufgehoben habe. Ein Riesenpilz. Ist dir nicht bewusst, dass du mit deinem Erfolg Menschen unglücklich machst? Nur deinetwegen geht es den Mitgliedern von Team Galactic so schlecht. Ein Wumpel. Wenn die ganze mit ihren Käfer-Pokémon ankommen, dann bringt mir das mit Chiliza eigentlich gar nicht so viel. Ja, da wechsle ich aus. Los, Sistiza. Papiedrich. Was? Das habe ich gerade. Das verstehe ich gerade nicht.
Papinella. Bidet erreicht Level 56. Und ein Chanoko. Siehst du, jetzt bin ich furchtbar traurig. Entwicklung abbrechen. Ah, Papiedrich ist ein Spitzname im Pokémon-Legenden Arceus. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich ihn schon gelesen habe oder nicht, aber ich kann mir auch einfach nicht gut Namen merken. Diese Fähigkeit lässt sich auch auf Vokabeln erweitern. Das sind auch nur Namen für Wörter. Ich dachte, die Quest hattest du bestimmt schon. Ja, das kann schon sein, dass ich die Quest hatte. Ich habe mir nur wahrscheinlich den Namen einfach nicht. War das die Wampel-Quest? Ganz am Anfang? Bin ich mir jetzt aber echt nicht. Bin da gerade überfragt. So, was haben wir hier? So. Ein Kampf. Ich finde Papiedrich witzig. Ist auch gut. Ich weiß jetzt nicht, wie... soweit bin ich jetzt noch nicht, oder ob da noch was kommt in der Richtung, oder ob sich dann einfach nicht zu Papinella entwickelt, sondern dann irgendwie... zu Pudox. Wer wollte ja, glaube ich, irgendwie unbedingt ein Papinella haben. Wie dann sag ich, Level 51. So, finde es heraus. Ja, schauen wir mal. Ich denke, ich werde nächste Woche mal wieder ein bisschen zocken. Die Woche mal so einiges aufholen. So, was haben wir denn hier? Verteidigungswerte sehen nicht okay aus. Spezialverteidigung? Spezialverteidigung ist eigentlich ganz okay. Von Bidanks. Bidanks hat super nachgezogen. Ja, es ist noch ausbaufähig, aber es wird langsam, ja. Noch ein Klipunkel. So. Ja, Pflücker. Tiefschlag. Buh. Aber mein Bidiza ist besser als Tiefschlag. Weicht deine Attacke aus, wenn man normalerweise nicht so gut ausweichen kann. Und Chiliza hat auch ein Level Up. Der Gegenmühe ist wohl auch auf einer Nasslok. Und er hat den Skunkaboo. So, was machen wir hier? Ich gähne ihn mal an. Ah, genau. From Outer Space Gaming, willkommen im Stream.
die geistigen Kapazitäten sind für heute schon etwas angeschlagen. So, und dann schauen wir mal. Donnerblitz. Damit wir Finalschlag nicht auslösen. Und Donnerblitz hat auch einfach so gereicht. Ist auch okay. Wie bist du nur so stark geworden? Naja, ich habe Bediza. Das reicht als Antwort. So, jetzt müssen wir zwei Entwicklungen abbrechen. Die Ohren. Ja. Die Bediza-Ohren. Wie heißt es so schön? Sei das Team. Das macht dich stärker. Wann kommt der Bediza-Emote? Tatsächlich gibt es einen Bediza-Emote. Moment. Danke. Genau den. Bediza-Fan möchte kämpfen für Waterspace Gaming. So. Wie sieht's aus? Ach, da heilen wir doch mal. Kurz mal zwischenspeichern. Das schadet nie. Ich habe mich völlig verlaufen. Bitte beachte mich einfach nicht. Ich bin nur ein armer Rüpel ohne Pokémon. Erst schauen, dann schreiben. Hattet ihr einen guten Tag? Schutz wirklich mehr. Schutz wieder einsetzen. Ja, hier gibt's Kampf-Pokémon. So, also hier geht's nicht weiter. Verflixt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Geht's hier weiter? Genau, hattet ihr einen guten Tag? Der Tag war ganz okay. Arbeit einiges abgearbeitet. Ich bin jetzt auch froh, dass ich auch endlich wieder zocken konnte, nachdem ich letzte Woche handwerklich außer Gefecht war. Hä? Ich muss doch da durch. Habe ich irgendwas verpasst? Oder muss ich hier hoch? Ich glaube, hier muss ich rein. War zu kurz. Der Tag war zu kurz. Weil wir sind meistens die Nächte zu kurz. Ah, hier geht's weiter. Perfekt. So, und siehst du, die Zahl ist vorne dran. Du machst die ganze Stimmung kaputt. Kannst du wenigstens schnell verlieren. Das wollte ich zu dir sagen. Ich habe die Bediza. Nicht du. Ein Bronzel. Alles habe ich auch nicht geschafft. Oder hattest du heute einen Tag frei? So. Ich glaube, wir nehmen mal den Donnerblitz. So. Moikat schreibt, war ganz gut. Seit Montag kann ich endlich so richtig produktiv sein. Sehr gut. Sisti zerschläft. Tausch mal dich aus. Bidi-tastisch. Lass auch zeigen, was du kannst. Bediza-Ofenhandschuhe.
Zum Bleistift. Genau. Und Charmian. Oh. Das hatten wir heute noch nicht. Dann machen wir unsere bidi-tastische Taktik. Bidizer Kochmütze. Bidizer Hausschuhe. Bidizer Kissen. So. Einmal Schutzschild, damit Charmian einschläft. Und dann tauschen wir aus. Denn Bidanks hat auch Kraftkoloss. Und jetzt werden wir mal gucken, wie stark unser Bidanks tatsächlich ist. Unser neuestes Mitglied. Du hattest noch gar keinen Einsatz. Da wir noch nicht genau wissen, wie wir Bidanks spielen, hat das momentan noch alle Boost-Attacken. Nur falls sich jemand wundert. Die Kraft deines Vaters ist stark in dir, Bidanks. Erster Kampf, erster Sieg. Genau so muss das laufen. So, dann haben wir den nächsten Kampf. Wir müssen die Stizer noch aufwecken. Ich glaube, wir haben Bären, die das können. Oder Aufwecker haben wir auch, glaube ich. Ja, 10 Stück. Das passt schon. So. Team Galaktik wird die Kontrolle über alles übernehmen. Mach, was du willst, aber allein kannst du uns nicht aufhalten. So. Und schon wieder ein Bronze. Dann darf wieder Bidi-Taste schreien. Diesmal wechseln wir es gleich ein. Eisenabwehr. Gleich mal ein Gainer. Und noch eine Eisenabwehr. Wir haben hier einen großen Vorteil. Superzahn! Dem ist es egal! Den setzen wir jetzt zweimal ein. Aber dreimal Eisenabwehr ist trotzdem nicht so lustig. Machen wir noch einen Superzahn. Und dann tauschen wir wieder aus. Und suchen an seinen Bidizer, was eine Spezialattacke kann. Da sonst nicht viel passieren wird. Und ein Golbat. Und wir haben genau das richtige Bidizer bereits heraus. Moment, du hast auf dem Kraterberg einen Doppelkampf zusammen mit Van Damme?
Wie kommt der eigentlich da rauf mit den ganzen Leuten von dem Charakter? Es ist ganz einfach. Wir machen die ja vorher alle platt. Und dann muss der bloß noch hochlaufen. Viel wichtiger ist, wie kommt der über diese Kackhürde? Und wieder Giftzahn. Oh, ist mir nicht vergiftet worden. Ja, also, wie schon gesagt, er muss hier nur hochlaufen, weil alle Rüpel haben wir ja im Endeffekt besiegt. Das heißt, das ist ja auch der Grund, warum er so schwach ist, weil er gar kein Training mehr hat. Aber da war doch noch nichts, oder? Ich weiß von nichts. Gar nichts. Niemand sollte sich die Wiederholung angucken, ungefähr zur Halbzeit dieses Streams. Niemand. Da gibt es nichts zu sehen. Der Aufstieg in den Kraterberg war nicht das schwierigste Hindernis heute. Definitiv nicht. So, ich glaube, wir sind jetzt fast oben, oder? Ah, noch ein Kampf. Ja, wieder keinen Text gelesen. So, also wir laufen noch bis ganz nach oben. Und dann... Was würde ich den Stream heute beenden? Die Kämpfe dann zu Beginn des nächsten Streams machen. Die schwierigen drei Kämpfe da oben. Und schauen, was passiert. Aber wir gehen auf jeden Fall noch bis zur Spitze. Ich mag Volltreffer. Sehr gut. Und ein Bronze. Es macht nicht viel Schaden, aber es ist so nervig, weil das so viel aushält. Los, Bidi-tastisch. Zeig, was du kannst. Diesmal machen wir gleich einen Knirscher. Was noch nicht viel gemacht hat. Sehr gut. Mehr Schaden, als ich gerade gerechnet habe. Konfusstrahl. Nee, das riskieren wir nicht. Wir tauschen aus. Gegen Bidet. Du darfst auch mal was tun. Und Charmian. Das ist, glaube ich, ihr letztes Pokémon. Da können wir eigentlich, glaube ich, direkt einen Kraftkoloss raushauen. Arbeitet für eure Pokédollar, ihr Bidiza. Aber sie haben sich mir doch freiwillig angeschlossen. Wie kannst du es wagen? So dankst du mir also für meine Großzügigkeit. Ja, ich nehme dir deine ganze Kohle ab. Haha. Da haben wir es. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt hier durchgehen, beginnt, soviel ich weiß, der Ernst des Lebens. Nur mit Bidiza das ganze Spiel durch, ja. Genau, wunderbar.
Wir sind an der Speersäule angekommen. Wir speichern jetzt hier an dieser Stelle auch ab. Und ja, nachdem letzte Woche ja der Stream ausgefallen ist, bin ich ganz froh, dass ich heute wieder zocken konnte und mein Badezimmerproblem beheben konnte. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt ist die Frage, ich glaube, der Domi von Miautzgenau streamt. Ich weiß nicht, ob der aktuell noch streamt. Wenn er das noch tun sollte, könnten wir vielleicht ihn raiden. Das ist nur eine gute Frage, ob er das noch tut. Jupp, der streamt noch. Dann, falls ihr nichts dagegen habt, würde ich das nämlich jetzt kurz machen. Dann machen wir das doch glatt. So, ich habe das tatsächlich noch nicht gemacht. Das war's. Domi, genau heißt er. Oder? Also falls jetzt im Chat irgendwas auftaucht, was nicht passiert, dann könnte das. Ansonsten, auf jeden Fall, vielen Dank fürs Einschalten. Man sieht sich nächste Woche wieder. Montag streamt Anka wieder, so viel ich aktuell weiß, und der Kirill an der Früh mit seinem Pokémorgen und Anka abends mit ihrem Kreise, die alle After-Story streamen. Dann macht's gut und genau, from Outer Space Gaming. Nächstes Mal hoffe ich früher zum nächsten Mal. Ja, aber danke, dass du auf jeden Fall reingeschaut hast. Gut, dann schließe ich jetzt mal den Raid-Befehl ab und ich hoffe, der funktioniert auch. Bis dann. Bye, bye. Ah, da kommt noch ein Timeout. 6 Zuschauer sind bereit, Domi Miautzgenau zu raiden. Jetzt raiden.